zieht das Leben an. Ruhe zieht das Leben an. Ruhe zieht das Leben an. Genau. Meine Damen und Herren, es ist Schiller. Man muss sich nicht wundern, dass wo Ruhe ist, auch Lebhaftigkeit ist. Aber wenn die jetzt eine Rede halten wollen, meine Damen und Herren, dann wäre es schön, wenn sie uns zuhören, weil man sonst vielleicht nur gegen die Wand redet. Und das wäre bei so vielen Bildern sehr, sehr schade. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Ausstellung Immer ich. Eine Ausstellung, die wir erst gedacht haben, okay, Selbstbildnis, kriegen wir überhaupt eine Ausstellung zusammen? Wer macht überhaupt was? Wer hat überhaupt Lust zu? Also wir haben Mails rumgeschickt, die Zusagen waren grandios. Ganz, ganz viele fühlten sich einfach so, was zu zeigen, was zu machen. Teilweise aus Altem gestanden, was Neues geschnitzt. Also ganz alles. Also dieses Thema Selbstporträt ist natürlich auch eine ganz spezielle Geschichte. Dieses immer ich kennt jeder. Kennt jeder eigentlich aus seiner Jugendzeit. Immer ich. Oder? Kennt doch jeder. Wenn Mama oder Papa irgendwas sagt, immer ich. Nein, aber dieses immer ich ist auch die Auseinandersetzung mit sich selbst. Wie sieht man sich eigentlich, wenn man im Spiegel schaut? Sieht man sich selbst oder ist das ein ganz anderes Bild? Wie sehe ich mich? Wie sehen mich die anderen Leute? Das sind immer das Gepanzen. Und darum finde ich diese Ausstellung auch total spannend, was dabei rausgekommen ist. Wir haben eine Preisliste, haben aber ganz bewusst auf dieser Preisliste nicht einen Künstler namentlich vermerkt. Also gehen Sie auf Entdeckungsreise und gucken Sie, ob Sie den Einzelnen finden. Und wenn Sie nicht genau wissen, wer ist denn das oder so weiter, klären wir gerne auf. Gut, sehr schön. Vielleicht, meine Damen und Herren, fangen wir heute mit Worten von Max Ernst an, der das Gedicht geschrieben hat, Der Maler. Der Maler erlaubt Ihnen zu ignorieren, dass es ein Gesicht ist. Ist das nicht wundervoll? Jetzt haben wir die ganze Zeit versucht, uns im Spiegel anzusehen und versucht zu sehen, wo ist Ähnlichkeit da. Und wenn man aber in die Geschichte der Bildnisse geht und Selbstbildnisse, dann ist das erstmal eine Geschichte, dass das Selbstbildnis überhaupt erst entstanden ist und das Bildnis erst entstanden ist durch die römischen Totenmasken. Dass da ein Realismus kam. Der Tod bildet das Leben ab. Eben war es doch bei Schiller so schön, Ruhe zieht das Leben an. Also wie drehen wir das? Was sehen die Künstler? Was passiert? Was passiert, wenn Jörg Wilhelm Schirmer noch zu Studienzeiten ein Selbstbildnis entwirft, wo auf einer Gemüsewerbung, weil die Studenten nicht so viel Geld haben, das Ich passiert. Worauf wächst das Gesicht? Wie wächst das Weiß? Wie kommt der Künstler darauf, wenn es darunter eine Werbung gibt, die eigentlich Ernte bedeutet, die Sehen bedeutet, Säen bedeutet? Mit der weißen Farbe kommt, als wäre alles nochmal weiß, unschuldig wie ein Schnee. Und vor allen Dingen in der Zeit, wo das Bild entstanden ist, konnte niemand ahnen, setzt sich der Künstler durch, hört er vielleicht auf, ist er von Zweifeln zersetzt und sagt, das wird nichts, andere sind besser als ich, ich mache nichts mehr. Nein, nein, und dann kommt der Gegenentwurf. Mit künstlerischer Reife sieht man plötzlich, und wie wundervoll, so nah am Karneval, mit sehr viel Selbstironie. Was bin ich? Erschrocken über mich selbst, aber glücklicherweise mit einem Helm auf dem Kopf, dass mir nichts passieren kann. Ich selbst kann mich nicht erschrecken. Frank Krämer hatte erst seine Ausstellung gehabt. Und hier nochmal mit Max Ernst zu kommen, der dieses Gedicht auf Französisch geschrieben hat, muss ich dazu sagen. Zu sagen, ignorieren Sie, dass das ein Gesicht ist. Ein Künstler zu haben, der nochmal genau guckt, wer bin ich dort? Was bin ich eigentlich? Normalerweise haben Sie das, Sie sehen hier noch ein Attribut. Der Künstler, der sich selbst zeichnet.
Bei anderen Porträts haben sie noch nicht mal dieses Attribut, sondern sie haben einfach nur den Kopf an sich, wie bei Ansgar Skiber, bei Robert Schätz. Robert Schätz auch nochmal in der Doppelbedeutung von Jugend und reiferem Bildnis. Und auch Lars Kreker sagt, ich mache nur mein Gesicht, ich zeige nichts als mein Gesicht. Der jugendliche Held, der ältere Held, der reifere Held. Was ist die Tat, die wir sehen in den Augen wiedergespiegelt? Und was bedeutet Gesicht? Völlige Bildähnlichkeit? Völlige Ähnlichkeit zum Künstler? Oder wird darauf verzichtet? Wie bei Christa Bremer, die sagt, ich habe es mit dem Konstruktiven, ich habe das eigentlich mit dem Abstrakten, aber ich kann mich nicht so abstrahieren, dass ich mich nicht wiedererkenne. Und trotzdem habe ich einen besonders runden Ohrring und eine Schulter, die ganz weich läuft. Die Stirn in Zweifel gelegt. Als wäre diese Zweiheit des Zweifels eigentlich der Ausgangspunkt, um zu einem Bild zu kommen. Ganz anders Marina Seiler, die jetzt viel in der Welt herumkommt und feststellt, was mache ich mit dem, woher ich komme? Was mache ich mit dem, wohin ich gehe? Was passiert in der Welt? Wir sind hier zusammen, meine Damen und Herren, und das gilt es weiterhin zu feiern, auf einem Gebiet, wo wir uns nicht gegenseitig erschießen, wo wir keine Angst haben brauchen. Das ist der Grund, dass die Farben, die gewählt worden sind vom T-Shirt, eigentlich aussehen wie die Farben des Regenbogens, die Verbindung von Himmel und Erde als Zeichen des Friedens. Aber Sie wissen ganz genau, wann sind Regenbögen zu sehen? Wenn Sie einmal ein ungeheures Tiefdruckgebiet haben, mit dunkelsten Wolken und auf der anderen Seite scheint die Sonne. Wo stehen wir als im Selbstporträt? Wo stehen wir als Betrachter? Wo steht die Künstlerin, die dann auch noch Tauben ins Bild mitgenommen hat, in den Innenraum und einen Raum geschaffen hat, der voller Musterung ist? Die schönen Muster der Fenster und nochmal dahinter, die schönen Muster der ganzen Fassaden. Und wo wir wissen, wie zerbrechlich diese Innen- wie Außenräume sind. Die ganzen Muster der Böden, die Muster des Fauteuils, des Möbelstückes dabei. Und dazu dann die Tauben. Zipora Raffaelow ist heute da und hat mir ein Stichwort gegeben dazu. Es gibt nämlich eine Ungeheuerlichkeit in der sprachlichen Situation, dass eigentlich Jonah die Taube ist, aber Jonah heißt auch gewalttätig sein. In was für einer Welt leben wir? Wie doppelbödig ist das? Ist der Grund, auf dem wir stehen, ist der Grund, auf dem wir malen, so unsicher, dass ein Künstler wie Maxim Probst sich nicht nur auf ein Abbild verlässt, sondern von seinen Abbildern drei hat? Ich sind viele, ich sind mehrere. Und wenn er sich jetzt noch davor stellt, dann haben wir sogar den Vierer dabei. Für jede Saison ein. Das heißt, was wird aus uns? Wir haben alle angefangen als Künstler, sie haben angefangen in ihrer Existenz zu machen und zu tun, was sie wollen. Was wurde gemacht? Ist der Lappen golden, der alles auswischen soll? Auf diesem unschuldigen Weiß an der Tischdecke? Oder ist das der goldene Horizont, der gelb-goldene Horizont, der die Zukunft verleiht? Was passiert? Und die Gläser sind so schön leer, dass man denkt, man ist eigentlich gezwungen, nachzuschenken. Da vorne ist die Bar. Ja? So, wie verhält sich diese Situation von Ich gegen Ich? Und wir haben von der Wildheit gesprochen, wir haben auch von Gewalt gesprochen. Und dann kommt Ralf Könemann und sagt, ich und ich, was passiert? Das Anima, die Seele im Animal, in dem Tier. Der Affe, Sie kennen das, Rubens, ist oftmals, Immendorf, ist oftmals auch Künstlerspiegelbild. Also das Ungezähmte, das Nicht-Angepasste. Der Silberrücken, der weiß, wo die besten Kräuter wachsen, wenn es einem nicht gut geht. Dabei. Ernst, strenger. Wie wehrt man sich als Künstler gegen sich selbst? Vielleicht, es sind so viele Kameras an. Ist es so wie bei Christian Vandenbogart, die so schön die Kamera schultert, als wäre sie bewaffnet, um zu gucken, wen suche ich mir aus, um ihn zu bannen, festzuhalten, für den nächsten Augenblick,
In diesem Augenblick ist es sie selbst. Und die Dame, die heute einen Hut auf hat, ist die Künstlerin. Falls Sie das noch nicht erkannt haben, meine Damen und Herren. Wie spiegelt man sich in dieser Idee, dass auch die Künstlerin nochmal die doppelte Variante benutzt, dass sie einen spiegelnden Hintergrund hat, der nochmal den Betrachter, Sie, wir alle, die Betrachterinnen, widerspiegelt, um zu gucken, wer bin ich? Sie kennen das ja, ne? Aus dem Jahrtausend, habe ich schon mal gesagt. Ich komme, ich weiß nicht woher, ich bin, ich weiß nicht wer, ich gehe, ich weiß nicht wohin, ich sterbe, ich weiß nicht wann, mich wundert, dass ich so fröhlich bin. Das sind durchaus Fragen der Existenz, meine Damen und Herren, die Künstler sich auf jeden Tag stellen. Ein weiteres Gedicht ist eigentlich die größte Situation, um sie vielleicht von den Bildern von Olli Rose zu deklamieren. Sie kennen das vielleicht. Zwei Dinge. Von Gottfried Benn. Durch so viel Form geschritten, durch das Ich und Wir und Du, blieb alles nur erlitten durch die ewige Frage, wozu? Eine Kindheitsfrage, die wurde erst spät bewusst, ob Sinn, ob Sucht, ob Sage, es gibt nur eines, dein fremdbestimmtes Du musst. Ob Schnee, ob Rosen, ob Berge, was alles erblühte, verblich. Es gibt nur zwei Dinge, die Leere. Und das gezeichnete Ich? Rudolf Hausner, Wiener Fantast, arbeitet nochmal mit Situationen, wo man immer nie weiß, wie schaffen Künstler das, derart zu transformieren? Ein Heiligenschein? Ein Hut? Was ist das eigentlich, was wir sehen? Was macht der Künstler? Wie schafft er das, dass er auch nochmal, das können Sie gleich noch sehen, wenn Sie dann rumkommen, eine Architektur ausmisst, aber vielleicht nur die Architektur ausmisst, um ein Gesicht auszumessen. Was ist was? Anton Petz, auch aus Wien, hat auf der Rückseite ein jüngeres Porträt, Selbstporträt, und auf dieser Seite ein ernsteres Porträt. Hier geht es auch nicht um Bildähnlichkeit. Hier geht es um Werden, Machen und Tun. Wie auch Werden, Machen und Tun in den Arbeiten sind, zum Beispiel von Frank Hoff. Was ist Bildwirklichkeit? Was ist die Wirklichkeit eines Künstlers? Was passiert, wenn einen die Ekstase ergreift, Hitze ergreift? Spiegeln diese Bilder einmal von Armin Schalk in seiner Malerei, wo man erstmal gucken muss, wo ist der Mensch, wo ist das Gesicht, wo ist die Figur? Und die Blumen und die Bäume sind so viel stärker und dringen durch alles durch. Und das unendliche Blau, wo man nicht weiß, was ist Wasser, was ist Himmel. Und hier nochmal das Spiel mit der ganzen Hitze, mit der ganzen Glut, dem Eisen, dem Schmied, das eigene Glück, was durchkommt. Und der Künstler ist bebrillt und behütet, auch nochmal. Wie gefährlich ist die Existenz des Künstlers im Atelier? Das Scheitern, das Gelingen und das oft strapazierte, das Gescheite im Gescheiterten, meine Damen und Herren. Und diese Ekstase kennen wir eigentlich nur aus religiösen Bereichen. Und Ekstase ist immer sehr schwierig, weil man braucht mittlerweile sehr viel Drogen, um dahin zu kommen. Weil die meisten wissen nicht mehr zu tanzen und so aus alleine vielleicht durchzudrehen oder alleine über Recherche wundervoll zu sein. Und Sie kennen das, 8 Stunden sind ein Tag, das ist dann die Schwierigkeit, 8 Stunden muss man sich anstrengen, stillzusitzen und dann muss man etwas anderes machen. Ist das Armin Scheidt, der aus sich herausgehen will, der aus sich sein will, dabei? Und dagegen Kwang Sung Park mit seinem Selbstporträt von 1993, wo man guckt, was bin ich? Künstler? Star? Wo will ich hin? Was mache ich dabei? Bin ich gekleidet wie Elvis Presley, weil ich die Haare habe dafür? Was mache ich? Wie initiiere ich mich? Und wie setze ich mich in Szene? Setzt man sich in Szene wie Mariano Vargas, der das ganze Bild, was Sie hier sehen, die ganze Fotografie, die Sie hier sehen, inszeniert hat. Da ist nichts am Computer gemacht. Das ist eine komplette Bühne. Und diesmal hält als Schutz
als Selbstschutz, als Selbstbehauptung, als Spiegel, das Modell, das Gesicht des Künstlers in der Hand. Das Modell hat den Künstler vielleicht in der Hand. Auf der Säule rückseitig, und hier sehen Sie Wiesomann, das ist ein Berliner Künstler, der auch nochmal mit Ähnlichkeit, Bildähnlichkeit spielt und auch damit arbeitet, was ist heute für ein Tag? Sehe ich morgen anders aus? Was ist übermorgen? Was ist noch danach? Und was ist auch nochmal Musterung der Welt, in der ich existiere? Johannes Grützke und auch Radmila Cesarska arbeitet mit Bildähnlichkeit und dem Versuch, was ist mir ähnlich? Aber Radmila Cesarska benutzt dazu nochmal eine Perlenkette. Warum? Warum dieser Schmuck? Wer trägt Perlen, meine Damen und Herren? Fragen Sie das aus dem Grund auf, dass Perlen eigentlich nur entstehen, wenn ein Fremdkörper in einer Muschel ist und sich darum etwas bildet und sich um diesen Fremdkörper so etwas Schönes bildet wie eine Perle. Um eine Perle zu erzeugen, meine Damen und Herren, braucht es 10 bis 15 Jahre. Wie viel Zeit steckt in einem Selbstporträt? Wie viel Zeit gibt man sich selbst, um zu entstehen und zu werden, wie Veronika Pleiß entsteht und wird, und man die Befürchtung hat, wenn an diesem Bild noch weiter gemalt wird, ist sie von den ganzen Mustern und Bildern, die sie entwirft, nicht mehr zu unterscheiden. Hat sie deshalb aufgehört, an sich weiter zu malen? Und geht das dann noch weiter? Die Ausstellung dauert länger und es wird so sein, dass vielleicht das eine oder andere Bild sich noch verändert. Was passiert, wenn eine Künstlerin sich selbst sieht, vielleicht als Sphinx? Der Sphinx wird eine Orakelkraft zugerechnet. Das heißt, sie weiß Geheimnisse, die kein anderer kennt. Sie wissen das bei Ödipus. Der wusste die Antwort, was das ist. Erst auf 4 Beinen, dann auf 3 Beinen, auf 2 Beinen und dann auf 3 Beinen. Der Mensch. Wie weise sind die Blumen? Was erzählen sie? Was bespiegeln sie? Was ist in dieser Assistenzfiguren? Wenn solche Wimpern dabei sind, dass man nie weiß, hat die Venus eine Falle oder ist das einfach nur zur freien Bewunderung, dass man in diesem Netz der Farben, der schwarzen Farbe, der Grautöne verzückt sein will, hineingelockt sein will, um in die Falle zu gehen dabei. Titus Lerner hat seine Augen offen. Yongtak Choi hat seine Augen geschlossen. Er geht baden, er geht unter, er taucht auf. Er hat sich nochmal mit diesem ganzen Wässrigen in Blütenfarben eingegeben, um zu gucken, was ist das Ich eigentlich? Ist das unbewusst, ist das bewusst? Was mache ich damit? Also, zum Besten geben, nochmal ans Ende zu kommen, wo... Also, genau, Georg Pirro. Ich habe es ihm schon gesagt, ins Ohr geflüstert. Warum hast du dich eigentlich so ins Dunkel gesetzt, mein Lieber? Das, soll man ins Dunkel gelassen sein? Was passiert, wo diese ganze Energie von Licht drumherum sind? Jemand sagt nochmal, nein, ich verdunkle, ich lasse im Dunkeln. Ich stelle mich nicht aus, ich zeige mich nicht ganz. Schachor, das Wort für schwarz, und Schichur, die Befreiung. Das Schwarz befreit. Der Fotograf möchte sich am liebsten verstecken hinter der Linse. Der möchte nicht deutlich werden. Negativ. Nicht negativ. Das kann man aber auch unterhalten. Nein, nicht negativ. Negativ, wissen Sie, Corona negativ ist gut, wenn man andere Krankheiten hat. Negativ ist alles super. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Wir kommen nochmal zu Max Ernst zurück, zum Anfang. Also, der Maler erlaubt Ihnen zu ignorieren, dass das ein Gesicht ist. Esther. Und genau, wir sind noch nicht, genau, wir sind, Sie wissen das immer. Wenn viele da sind, wird viel erzählt. Ne? Haben Sie noch etwas Geduld. Also, der Maler
erlaubt, ihnen zu ignorieren, dass es ein Gesicht ist. Entkommen aus dem Museum der Menschen. Ausgewählt, sterblich zu sein. Sterblich wie der Kuss der Gioconda. Die Gioconda war in Max Ernst Zeiten eine fantastische Opernsängerin, die diese Rolle gespielt hat, und alle Männer lagen ihr zu Füßen. So, wie liegt man einem Bild zu Füßen, meine Damen und Herren? Wie macht man das? Millie Kuhn hat überlegt, wenn es wie bei Rudolf Hausner eine Architektur bedarf, um ein Gesicht zu vermessen, was bedarf es für Linien, Hilfslinien, Aufbauten, um vielleicht das eigene Gesicht aufzubauen? Auch nochmal in dieser Idee, was ist Gebäude, was ist Gesicht, was ist Bau, was ist Sicht dabei? Esther Miranda spielt auch nochmal mit dieser Doppelheit. Was ist die Assistenz, das Attribut? Hier der Zeichenblock oder da der Zeichenblock? Hier die Rückseite oder da die Vorderseite. Aber wunderbar zu sehen, wo ist das Männliche und wo ist das Weibliche? Was ist die Künstlerin? Was ist der Künstler? Was ist Mann? Was ist Frau? In alledem, was wir heute gesehen haben, meine Damen und Herren. Entscheiden Sie sich selbst, weil Sie dieser Galerie des Menschlichen können Sie auf keinen Fall entkommen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen viel Vergnügen. Sprechen Sie die Künstler an. Wir sind da, und wenn Sie nicht weiter wissen, sprechen Sie uns auch an. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen.